Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mit mir, mit Peter. Ja, auf der Fahrt von La Rochelle nach Stockholm. Ja, ich würde sagen, wir legen auch wieder weiter. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja die Tour gesehen, wo ich angefangen habe. Da wollte ich eigentlich schon das Intro bringen, aber konnte es leider nicht. Hab's irgendwie total vergeigt. Naja gut, kann passieren. Egal. Jetzt gibt's halt den zweiten Teil dann mit dem Intro. Alles gut eigentlich, von daher passt es. Ja, wir befinden uns wieder in England und fahren jetzt von Blaymouth in Richtung Grimsby hoch. Von dort aus dann wieder mit der Fähre rüber nach Stockholm. Quasi. Und ja, jetzt gibt's halt mal eine andere Tour. Egal, was soll's. Über England natürlich, ist ja klar. Ihr kennt ja nicht anders von mir und von daher passt es. So, dann werden wir mal noch da durchfahren. Ach, ist es herrlich. Ja, England-Tour, wie ich sie liebe, ne? Aber ist ja alles gar kein Problem. Denn ihr wisst ja, wie ich die Tour fahre und von daher passt es eigentlich. So, dann kann es auch schon wieder weitergehen. So, Blinker aus und ab dafür. Ja, wir fahren jetzt wieder hoch in Richtung Grimsby. Und dann werden wir wieder die Überfahrt machen nach Esbjerg. Und von da aus geht es ja dann weiter. Also von da alles wunderbar. Und ja, vielleicht treffen wir auch noch andere LKWs. Wo ich aber nicht weiß. Von daher muss man dann immer schauen. Ja, was steht heute sonst noch auf dem Programm an? Ja, jetzt gibt es ja die Folge hier. Quasi. Und ja, das war's dann eigentlich im Prinzip schon. Denn ja, ich muss ja dann ab morgen wieder ja, meine Tour fahren quasi. Oder quasi beziehungsweise wieder arbeiten gehen natürlich. Denn ja, das muss ja auch sein. Von daher alles wunderbar. Und ja, wir sind jetzt mal halt eine andere Folge oder beziehungsweise mal eine andere Streckenform. Wie sonst, wie ich sie immer so gefahren bin. Denn jetzt fahren wir mal die Tour von unten nach oben wieder, quasi. Also wie immer eigentlich. Nur mit dem einen kleinen Unterschied. Ja, dass ich eine andere Tour oder andere Strecke vorhin mal kurz rausgesucht habe. Also nicht so wie immer die Einleitung, wo ich dann links abbiege und so weiter und so fort. Nee. Diesmal habe ich mal den direkten Weg genommen. Mal was Neues ausgetestet und ja, funktioniert einfach viel, viel gut. Und kann ja meine Tour fahren. Von daher wunderbar. Ja, diese Folge wird es dann morgen geben für euch. Denn, ja, natürlich wieder montags, mittwochs, freitags ETS. Dienstags, donnerstags und samstag kommt dann der ATS. Und sonntags dann, ja, ETS, ATS, OMSI mit, ja, mit Leuten zusammen. Von daher wisst ihr schon mein Uploadplan für diese Woche. Wie der neue Uploadplan ist für die nächste Woche, das kann ich euch dann im nächsten Let's Play dann sagen. Aber das wird es dann erst morgen geben. Oder am Donnerstag wahrscheinlich. Also einfach die ETS-Folge dann anschauen und dann wisst ihr Bescheid. Ja, ich nehme jetzt gerade die ETS-Folge schon auf und zwar heute Morgen. Jetzt haben wir kurz vor 10. Ja, weil ich die ganze Woche Spätschicht habe, deswegen werde ich die Folgen immer gerade vormittags aufnehmen und dann so vorbereiten, dass sie dann abends online gehen können.
also in Richtung 19 Uhr oder so, 19 Uhr, 19.30 Uhr, wahrscheinlich die ATS-Folge sogar davor. Mal schauen. Und wie die ETS-Folge rauskommt, das weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich, wenn dann, vielleicht sogar morgen früh dann schon. Das heißt, für euch dann mittags schon die ETS-Folge anschauen. Von daher, ja, alles chillig. So. Ja, wir machen ja jetzt wieder die Überfahrt von England, also die England-Tour. Quasi, wo ihr wisst, ja, ihr kennt mich ja, wie ich immer die Folgen da umsetze. Ja, alles gut. Fast gut. So. Ja, was wird es dann wahrscheinlich heute nochmal geben? Oder heute noch geben? Also, diese Folge wird es wahrscheinlich, oder die zweite Folge, wird es wahrscheinlich dann auch erst morgen geben. Die erste Folge bin ich mir schon am überlegen, ob ich sie nicht heute Abend noch hochladen werde. Wahrscheinlich. Aber muss ich mir noch mal ganz überlegen. Das entscheidet sich dann noch. In den nächsten paar Minuten, würde ich sagen. Ja, da wird sich's entscheiden. Weil ich bin mir am überlegen, wann ich die Folge hochladen werde und ja, muss dann nochmal schauen. Damit ihr auch was zu schauen habt, ne?
Ja, wahrscheinlich, oder ich sag mal so, ich melde mich mal wieder zurück. Ja, wahrscheinlich wird es ab und zu auch mal während ATS-Folgen auch mal eine Folge Promats kommen. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich auch noch machen, nebenbei. Ja, die Entscheidung dafür, dass ich die ATS-Folge beziehungsweise die Promos-Folge dazwischen schiebe, ist, dass ein bisschen mehr, ja, mehr Videos kommen. Und ich kann die dann die Promos-Folge immer dazwischen schieben, das tut mir dann auch gut. Mal schauen, wie ich dann so die weiteren Folgen machen werde, aber ja, das werdet ihr dann sehen. Ja, wir werden gleich sogar wieder in, ja, gleich, sag ich mal, in den nächsten paar Minuten werden wir schon die Überfahrt haben nach Esbjerg rüber. Deswegen, ja, wird es dann die Tour dann, also so wie ich es jetzt gerade die Folgen so gemacht habe, werden die auch so rauskommen. Das heißt, bis zur Fähre und dann, ja, gibt es dann den nächsten Teil, quasi im Prinzip. Soll ich ein bisschen langsamer fahren? Schon gemerkt. Ein wenig zu schnell hier rum. Aber ja, so kennt ihr mich ja. Deswegen versuche ich noch ganz schnell zu bremsen und ja, funktioniert ja alles, ne? Ja, was haltet ihr von dieser Idee, dass man das sowas macht? Weil ich meine, also so wie ich es jetzt gerade so vorhabe, ich meine die Tour immer von, ja, von Fähre zu einer Tour bringen, das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Weil so kann man das wenigstens auch gucken, dass man so immer, ja, seine, wie soll ich sagen, so eine Viertel, halbe Stunde Tour immer hat. Von daher alles wunderbar. Deswegen wollte ich euch mal so die Tour bringen. Ich meine, ist schon cool. Und ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob das euch gefällt so. Das würde mich so brennend interessieren. Deswegen ja, schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Und ja, das passt.
Ja, wir werden uns auf jeden Fall gleich wiedersehen bei der Überfahrt oder beziehungsweise nach der Überfahrt in Esbjerg. Das bedeutet, hier endet sogar der zweite Teil vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer auf der Fahrt von La Rochelle in Richtung Stockholm. Ich würde sagen, wir sehen uns auch gleich wieder. Stay positiv, positiv denken. Bis dann, euer Peter.